So, hallo und alle zur nächsten Folge vom Megaprojekt. Wir haben ein erstaunliches Rezept für Basalt Cobblestone hingekriegt. Ich habe das. Okay, 6 Stück. Boah, ich guck mir das mal später an. Ich habe das irgendwie ganz verpeilt. So, da bin ich wieder. Ich muss gerade wieder einen Cut machen, weil man tagsüber keine Ruhe hat. Ich habe hier gerade mal da Screenshot gemacht. Da, ihr seht die Uhrzeit. Tagsüber geht's nicht. Deshalb muss ich nachts aufnehmen. Da hat man Ruhe zum Aufnehmen. Man wird einfach nicht gestört oder sonst irgendwas. Deshalb, ja. Ich versuche es sowas von zu vermeiden, tagsüber aufzunehmen. Das ist unfassbar. Aber jetzt hatte ich gerade Bock drauf. Dann muss ich wieder auf nachts verschieben. Dann bin ich wieder ein bisschen müde. Das ist der Tag schon wieder rum. Und dann wird die Aufnahme auch wieder nicht so gut. Es ist so eine Art Zickmühle. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das ist furchtbar. So, jedenfalls, ich hoffe mal, ich weiß nicht, ich bin total aus dem Thema rausgerissen worden und auch irgendwie. Du hast so einen Run und dann kommt einer und versaut es mittendrin. Das ist blöd. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich stehen geblieben war und ich weiß gar nicht. Ach Gott, so voll aus der Stimmung rausgerissen. Das ist fies, das ist gemein. Ja, jetzt darf ich wieder gucken. Und zwar. Ich überlege echt, ob ich die Folge jetzt noch weiter drehe oder ob ich die wann anders weiter drehe. Mann, das ist gemein. Muss wieder sammeln hier. Ich muss erstmal. Boah, nein. Boah, na, auch wieder falsch. Nein! Ich wollte nur Cobblestones rausholen. So, und jetzt wird erstmal hier ein bisschen Zeug weitergemacht. Ich wollte Clay machen, ich wollte Dings machen, ich wollte Bricks machen, ich wollte ein bisschen das Haus ausbauen. Jetzt ist dieser kreative Run übelst gebremst worden mal wieder. Ach Gott. Jetzt müsst ihr schreiben, Spark, du musst öfters nachts um 3 aufnehmen. Ja, dann wird es auch wieder so enden. Nein. Ich krieg das schon selbst hin. Aber das ist doch. Jetzt habe ich wieder keinen Platz hier, ne? Stimmt, ist kein Platz. Man muss wieder Zeug durchhauen. Du brauchst mal ein bisschen Clay machen. Ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Dann läuft es hoffentlich irgendwann. Boah, dann dies und das. Und das nochmal vielleicht. Einfach auf Flint machen und Dings machen und durchcraften. Und dann läuft die Geschichte schon. Sowas hier. 53 nochmal, dann kann ich wieder hoffentlich mit der Kohle. Mediumstein wird übelst belastet dadurch. Ich habe eigentlich gedacht, der wird mehr aushalten. Apropos Mediumstein, ich muss mal gucken, was mein eigener unten macht. Meine Kiste unten macht, wie viel da noch drin sind. Das wäre man drin. Ah, jetzt fehlt es ja. Egal. Läuft. Okay, so, dann das. Stone Bricks 21. Mal gucken, wie weit das noch reicht. Aber die sind relativ schwer dann schon wieder herzustellen, finde ich. So, wenn dies, das. Irgendwo hat es gerade gehangen hinter mir. In der Kante, in der Ecke. Siehst du, reicht nicht. Ah, ich muss so viel von den Bricks machen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Clay herzukriegen? Und zwar. Kann man hier Rezeptmode, Receipt-Mode? Geht nicht. Ich kann aber hier durch. Minium-Stein. Kann man nicht irgendwie mal kurz gucken, wo es den ganzen Clay hergibt? Also entweder aus Flint. Nein, hier. Shapeless Crafting, glaube ich. Da. Genau, entweder aus Flint. Oder aus Sandstein. Hier den Sandstone. Clay plus Sandstone. Das müsste doch auch gehen. Und man kriegt ja Sandstone ganz einfach aus Sand. Den wir aus. Cobblestone machen können. Cobblestone? Nee, aus was können wir Sand machen? Mediumstein. Irgendwo gab es doch noch was, wo man Sand draus machen konnte. Okay. Das heißt, wir können es, glaube ich, noch einfacher machen, oder? Nein, warte mal, die müssen ja auch wieder 4 zusammengecraft werden. Aus Erde gibt es Sand. Aus 4 Sand, also gleichwertig wie Cobblestone Sand ist gleichwertig wie Cobblestone. Aus 4 Sand wird ein Sandstein. Aus 4 Sandstein wird eigentlich. Das ist genau das Gleiche. Weil hier muss ich nämlich Flint zusammen craften. Also 4 Cobblestone sind ein Flint und 4 Flint sind ein Clay. Das ist genau dasselbe Prinzip. Das heißt, brauche ich genauso viel Cobblestone eigentlich. Ich muss mir das mal überlegen. Also das dauert ein klein wenig, bis hier das Zeug voll ist. Bricks sind nicht so einfach zusammenzukriegen. Vielleicht habe ich noch irgendwo sowas übrig. Ein Problem, jetzt hängt schon wieder am Cobblestone ausnahmsweise. Weil ich den nirgendwo zwischenlage eigentlich. Ich hau den ja meistens immer gleich raus und gleich weg. Ich habe auch kein eigenes geheimes Kobbel. Doch, ich habe noch ein Kobbel-Zwischenlager eigentlich. Und zwar, ich gucke kurz hier rein. Aber auch nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel, dass es sich lohnt überhaupt ansatzweise. Oder kann man doch aus Gravel irgendwas machen?
Gravel. Man kann auch Gravel nehmen und Clay draus machen. So, probiere ich das mal. Ich suche mal alles an Gravel zusammen, was geht, weil hier sind es nämlich nur der vierfache Faktor. Da ist Gravel, nicht der achtfache, wie sonst auch. Und, upsala. Nein. Das war ein Fehler. Boah. Da ist nochmal Gravel. Ich verheiz das gleich mal, beziehungsweise guck mal kurz hier. Plopp. Wie das Minimumstein aussieht. Wie viel sind hier verbraucht uns allgemein? Och, ist gerade mal einer verbraucht worden. Die Maschine läuft noch ein Weilchen. Die Maschine läuft noch ein Weilchen, meine Freunde. Ich guck gerade mal. Ja, ein bisschen was gemacht worden. Ein bisschen was. Redstone ist eingeschleucht. Jetzt hängt es wieder am Kupfer oder so. Und Zinn müsste ich oben nachfüllen. Aber das kommt dann später. Das habe ich so ein bisschen rausgefiltert. Das tue ich im Nachhinein auch nochmal irgendwann rein. Dann als nächstes. Ja, genau. Wollte ich hier Dings machen. So, und die werden auch gleich wieder mit durchgebrannt. Kohle, 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 Kohle. Und dank Minimumstein geht schneller, kann ich mir den Schmelz- oder den Brennvorgang ersparen. Das ist immer so ewig dauert, die ganzen Dinger zusammenzusammeln. So, 6 Stück, das reicht nicht. Ja, die können wir auch wieder zusammen craften. 16. Und dann bei weiterem Gravel müssen wir gucken. Ich glaube mal, oder warte mal, wie kriegt man, kann man auch durch Minimumstein nochmal anderweitig Gravel herstellen. Falls es irgendwie geht. Man den, nein, das war Cobblestone. Ah, verdammt. Flint kriegt man aus. Nee, kriegt man nicht Gravel. Erde kann man zusammen craften. Aber nee, das ist auch schon wieder das 3000-fache wiederum umgerechnet. Oder aus 2 Flint kriegt man Gravel. Und wir brauchen 4. Kann ich aber genauso gleich Flint wieder nehmen, ne? Dann kann ich genauso Flint wieder nehmen. Nee, okay, das ist wieder entweder muss so kriegen oder anderweitig, das ist ein bisschen schwer immer. Ich guck mal, ob oben noch Gravel ist. Obwohl, den Teil davon vielleicht wieder vom Weg nehmen, ne? Das ist schon wieder so, warum ist hier jetzt auch schon wieder ein Loch drin? Passiert das beim Bauen irgendwie oder so? Ich weiß nicht, wieso auf einmal hier schon wieder ein Loch drin ist. Geht das irgendwie einfach irgendwie beim Bauen aus Versehen kaputt oder so eine Art? Ach, hier ist noch Panels. Oder wenn ich aus dem Zauberstab den irgendwie benutze. Aber ich check's nicht. Auf einmal sind überall Löcher drin. Hier ist auch schon wieder ein Loch drin. Kein Plan, wie das passiert ist. Fensterscheiben gehen auf einmal kaputt. Defekt. Ich habe einen Steineschmeißer, der mir die ganze Zeit die Scheiben anschmeißt. Ich will's doch mal nicht hoffen. Da ist nochmal Gravel. Ich mach nochmal Bricks. Gravel nochmal irgendwas. Oh, hier unten schön viel Gravel noch. Wird alles verarbeitet zu... Oder... Oh, hier sind auch noch Bricks gewesen. Habe ich das... Ja, Bricks sind auch noch da. Ja, trotzdem. So, dann einmal durchhauen. Dann habe ich, glaube ich, erstmal genug. So nochmal. Und die nochmal. Und das wird durchgebrannt. Hoffe ich mal. Den und den. Den. Hajo, läuft. Läuft. Da nochmal Bricks und da nochmal Bricks. Dann hätten wir das, ne? Ich probiere das nochmal außen zu platzieren. Gehen wir ganz kurz pennen. In der Hoffnung, sieht gleich gut aus. Ich schätze aber mal schon, das ist irgendwie so. Ich weiß nicht. Irgendwo, wo du drüber guckst und sagst, jo, hat was. Also besser, weiß nicht, einen anderen Stein, den ich jetzt gar nicht hierfür verwendet eigentlich. Das läuft, wenn du so reinguckst, ist okay. Würde ich einen Haken drauf geben. Nach dem Motto, jo, passt. Wird nicht so schwierig herzustellen werden. Wären. Ist ein bisschen anstrengend, immer. Aber doch, das geht. Das geht. Und hier halt hätte ich irgendwie Tor gemacht, in Anführungszeichen. Ich wollte nochmal normales Holz mir schnappen und das auch irgendwie implementieren, so ein bisschen. Da was Vernünftiges draus machen. Ich könnte hier oben drauf noch Slabs legen. Mache ich auch. Kommt noch irgendwelche Slabs oben drauf, die das abdichten. Was sieht denn eigentlich, wenn man hier oben so das Pavement drauflegt, falls es irgendwie geht?
Sieht aber nicht allzu schlecht aus, nur man verwechselt es vielleicht ein klein wenig hier unten damit. Aber ich probiere es mal. Ich probiere es mal. Boah, nein, das ist falsch. Ja. Aber es geht eigentlich. Man sieht jedenfalls, es tut sich was. Wir bauen ein bisschen was aus. Und tun mal was für die Optik. Währenddessen die Maschinen natürlich immer schön weiterarbeiten. So viel dazu jedenfalls. Es geht aber eigentlich. Das geht. Ich kann nichts über einen Zaun drüber springen. Ich hätte dann vielleicht noch gedacht, dass das hier eins nach drüben versetzt. Also dass hier nochmal kurz Blatt hinkommt. Und die wieder der Basalt Pave Dingensen Strip irgendwas. Fail. Der Zauberstab ist eine Qual, also es ist furchtbar. Er hätte niemals eingeführt werden dürfen. So, ich mach's extra so, dass ich mich nicht vertue. Zack. Okay, sagt er, hat sich doch vertan. Nee, aber das ist jetzt besser. Ein bisschen mehr Platz zur Seite. Glowstones haben wir noch. Die müssen ja noch implementiert werden. Und zwar da und da und da. Und hier nochmal und hier nochmal und da nochmal. Ansonsten die Basalt Paver Pillars. Hatte ich überlegt, wie wär's denn, wenn wir das so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich hatte ja noch was vorgehabt, wenn ich das hier so hochziehe. So ein paar Säulen mache. Ich habe ja noch so ein paar Pavers. Ich habe die einfach mal alle durch. Und zwar. Kann man die irgendwie nochmal. Okay, die muss ich so in den Basalt Paver Pillar. Einer draufgesetzt. Der zeigt nach oben. Und wenn ich jetzt die Slab nehme, das irgendwie verbinden tue. Ach, das geht? Eigentlich soll das Teil hier oben dran. Nein, fail. Das sollte eigentlich auch nicht dran. Aber das ist eigentlich auch ganz geil für. Das ist ganz geil eigentlich. Und zwar kann ich ja dann einfach wieder einen Glowstone draufsetzen. So was in der Art, falls das irgendwie. Boah, ich weiß nicht. Vielleicht in den Seiten nochmal. Den würde ich übrigens hier abdecken, der soll nur durch die Hecke durchscheinen. Also das kann man so an sich eigentlich im Normalfall nicht gar nicht sehen. Also wenn ich die jetzt nochmal ein bisschen weiter baue. Einfach ein bisschen draufklatsch hier. Boah, Gott. Verdummt man sich so einfach. Richtig schlimm. Den da, den da. Zack, zack, zack. Und auch hier wieder das Ganze. Ich will es konzentriert, dass man nicht daneben klickt. So in der Art. Dann, ja, das geht. Ich würde nur vielleicht noch, gerade mal, wenn das so geht, oder soll ich nicht? Hart am Überlegen. Ich mache hier nochmal so ein paar von denen hier und von denen hier. Und dann kann ich das hier nämlich abdecken. Ich gucke einfach mal, wie es aussieht. Einfach nur so abgedeckt. Wie die Glowstones nicht von durchscheinen, sage ich jetzt mal. So soll es sein. Ich will nicht auch nicht allzu viel von dem schwarzen Zeug nehmen, obwohl. Es geht aber. Es geht aber eigentlich, so schlimm ist es gar nicht. Soll ich jetzt nochmal das weiter dran setzen? Sagt die Uhr. 14 Minuten. Gibt ja noch Zeit. So was hier. Ja, das wäre so der Stil im Groben vielleicht. Wir könnten hier noch einen hinsetzen. Und dann könnten wir noch hier wieder durchsägen. Brauchen wir vielleicht noch ein paar mehr, weil ich will ja noch was anderes. Und ich wollte das ja ein bisschen überdachen. So ein klein wenig. Setzen wir einfach den hier dran. Komm schon. Boah. Kann ich ihn nicht mehr draufsetzen? Ach so. Moment.
Das muss ich erstmal machen. Den kann ich draufsetzen. Und die kann ich auch wieder draufsetzen. So was. Dann kommt ein Glowstone drauf. Und hier wird abgedeckt. Hey, geht doch. Und dann nach vorne natürlich noch mit verbunden. Es soll ja einheitlich sein. So, hätten wir das da schon mal fertig. Also, das müsste jetzt ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Sieht ein bisschen... Keine Ahnung. Mehr bearbeitet aus. Nicht so roh stehen gelassen, um es so auszudrücken vielleicht. Hat wohl ein bisschen was. Ja, das könnten wir so gelten lassen, wenn man so rumkommt. Vielleicht natürlich noch hier oben drauf wieder. Müssen wir auch noch wieder eins abdecken, eigentlich. So, und dann geht die Säule halt weiter hoch und irgendwann kommt die Überdachung dann drauf. Hoffnung, das sieht nicht allzu... Es ist viel schwarz, aber trotzdem. Viel schwarz, aber trotzdem. Vielleicht könnten wir das hier alles aus diesem Chiselit machen. Diesen Chiselit Bricks. Und wenn ich mal ganz kurz mir erlauben dürfte, den mal zu schneiden ein bisschen... einfach mal auszutesten. Ich glaube zweimal. Das waren diese Panels jetzt. Kann man das so lassen oder nicht? Das ist die Frage. Ich jetzt einfach hier die so dranhängen immer. Ist der ja schon mal ein bisschen ausgebaut. Wollen wir das so lassen? Ist vielleicht, ich finde es besser noch als in Stone Brick auf jeden Fall. Sieht halt dunkel aus, aber es ist mal was anderes zumindest. Als nur die Bricks hier. Am Rand hier muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ob ich den Stein lasse, weil da kommen wahrscheinlich auch wieder Hecke drüber oder sowas. Muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel abbaue. Und deshalb werde ich ganz einfach mal aus Prinzip die Spitzhacke nehmen. Weil dann kann ich sicher sein, dass ich nicht aus Versehen irgendwie was abbaue, was wichtig ist oder so. Das heißt, wir machen das Teil hier. Und dann geht das schon. So, und wieder durch zugemacht hier noch. Genau, läuft doch. Sind wir schon am Ende der Folge angelangt. Ich mache schon das Zeug hier fertig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Ich bedanke fürs Zuschauen. Und dann kommt hier gleich der Cut, wenn ich soweit bin. Wenn ich das fertig gemacht habe. Da nochmal, da nochmal, da nochmal. Noch zweimal vertun, dann haben wir es. So nach dem Motto. Das ist auch schon wieder zu viel. Chiselit, da waren die Teile, genau. Ich habe sonst keinen anderen mehr im Inventar, ne? Nee. Ich mache die einfach mal komplett durch und auch die wieder komplett durch. Wenn nicht, kannst du jetzt zurückcraften. So, dann das, das und... Egal, ich habe gerade einen zu viel verbaut. Was soll's, oder? Nein, der muss weg. Der Richtigkeit halber. Lieber einsammeln. So hat eine Art. Jedenfalls, ja, wird vielleicht eher zum Haus passen, finde ich, als hier die Steine, wenn man das so sieht. Ich meine, es ist vielleicht zu viel schwarz, zu viel von den Bricks, aber auch irgendwie doch nicht, weil es sind verschiedenartige. Fußboden sieht anders aus als der hier. Oder als die Bricks hier und auch anders als das hier. Das müsste gehen. Vom Marble ist ja ähnlich so ein klein wenig. Kann ich mal kurz eingeben. Marble. Ja, gibt es nur zwei Sorten. Schade, gibt es nur zwei. Jedenfalls, ja, das wäre es erstmal gewesen. Wir haben einiges geschafft. Wir sehen uns im nächsten Part und dann, ja, ich gehe wieder rein. Zack und tschüss.